Deutschlands wichtigste Ressource heißt Mensch. Vertrauen in die Mitarbeiter fördert Produktivität und Verbundenheit mit dem Unternehmen. Vor allem auf den Nachwuchs kommt es an, weiß der deutsche Mittelstand. Vorreiter einer völlig neuen Idee ist die Firma EBM Papst in Mulfingen. Das Unternehmen legt eine besondere Verantwortung in die Hände der Auszubildenden. Sie werden den Messestand managen, mit dem sich der Ventilatorenhersteller 2010 auf der Hannover Messe Industrie, der Leitmesse des Maschinen- und Anlagenbaus, präsentiert. Warum schicken wir unsere Auszubildenden auf die Hannover Messe? Es hat drei Gründe. Der erste Grund ist, wir wollen den Jugendlichen die Praxis nahebringen auf der Messe. Das bringt denen Spaß und macht Freude. Der zweite Grund ist, wir wollen denen zeigen, dass wir Verantwortung delegieren. Und der dritte Grund ist, dass wir erwarten, dass die Jugendlichen dort auch in der Zeit zusammenwachsen und mit einem guten Resultat nach Hause wieder zurückkommen. Die Auszubildenden werden im Firmensitz am simulierten Messestand auf ihren Einsatz vorbereitet. Ihnen stehen Medientrainer, PR-Profis und Fotografen zur Seite. Geschäftsgespräche und persönlicher Auftritt werden geprobt. Die Firma lässt es sich einiges kosten, vor ihren internationalen Kunden gut dazustehen. Die Jugendlichen sind hoch motiviert und entwickeln sich täglich weiter. Dann bedanke ich mich, Herr Metzger, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe. Also das ist das erste Projekt, wo ich jetzt hier bei EBM Papst mitmachen darf. Das ist wirklich eine riesen Herausforderung für mich und auch für die anderen und macht wirklich richtig Spaß. Wir haben uns untereinander richtig kennengelernt, Freundschaften haben sich gebildet, weil in dem riesen Unternehmen, wir haben uns vom Sehen gekannt, aber mehr nicht. Und ja, was wir da alles wissen sollen und was wir da beigebracht kriegen, das ist wirklich wow. Und akzeptable Energiesparmaßnahmen. Zum Einsatz kommen auch Schulungsfilme, um die Azubis auch technisch fit zu machen. Für Ressourcenschonung einerseits und für CO2-Vermeidung andererseits. Dass EBM Papst die Zeichen der Zeit früh erkannt hat, zahlt sich nun in der Weltwirtschaftskrise offenbar aus. Dabei lohnen sich Energieeffizienz und Umweltschutz für alle. So spart ein einziger verbesserter Ventilator in einer Klimaanlage jährlich rund 30 Euro Energiekosten. Dadurch wird die Amortisationszeit erheblich verkürzt, was sich finanziell positiv auswirkt. Außerdem verringert sich der CO2-Ausstoß um 200 Kilogramm pro Jahr. Das hilft insgesamt dem Weltklima. Auch deshalb entwickelt EBM Papst den Umweltgedanken konsequent seit Jahren immer weiter. Tüftelt mit originellen Ideen und experimentiert mit neuen Materialien. Momentan noch auf AC, oder? Die genaue Kenntnis der Ventilatoren ist wesentlich, um am Stand überzeugend zu wirken. Nur wer wirklich hinter den Produkten steht, wirkt gegenüber potenziellen Kunden überzeugend. Das ist der Rotor. Der ist außen. Für mich war das Interessanteste, alle Produkte von EBM Papst kennenzulernen und vor allem halt die energiesparenden Produkte und zu sehen, wie energiesparend sie sind. Und mir macht es irgendwo ein Stück weit stolz, eben in einer Firma zu arbeiten, die sehr viel Wert auf Umweltschutz legt. Und ich finde das eine gewisse Herausforderung, weil das hebt uns einfach von anderen Firmen ab. Die Live-Bedingungen auf der Hannover Messe Industrie sind sicherlich noch etwas anderes. Aber mit dem Feedback und den Trainingsprofis sind die Azubis selbstsicher und bestens vorbereitet. EBM Papst kümmert sich seit Jahren intensiv um den potenziellen Nachwuchs. Wir fangen damit schon früh an, mit der Schule. Wir holen Kinder zu uns ins Haus und erklären denen unser Unternehmen. Wir unterhalten einen Lehrstuhl an der Hochschule in Künzelsau. Wir bilden Auszubildende aus, haben auch Praktikanten und das in gleichbleibendem Maße. So ist EBM Papst zum Beispiel Ausrichter des Regionalwettbewerbs Jugend forscht. Auch hier legt die Firma mit den 10.000 Mitarbeitern Wert auf die volle Verantwortung der Azubis. In ihrer Hand liegt die gesamte Organisation und Durchführung in der Hochschule Künzelsau. Bei dem Wettbewerb sollen Heranwachsende den Blick in komplexe Zahlenräume wagen, innovative Computersoftware programmieren, Schaltungen aufbauen, Technik und Natur erforschen und Ideen für eine bessere Zukunft entwickeln. Dabei geht es nur am Rande um die konkreten Ergebnisse, denn vor allem soll das Interesse an neuen Ideen geweckt werden. Ja,
Bei Wettbewerben dieser Art, wie Jugend forscht, gehen die Jugendlichen auf Entdeckungsreise. Sie lernen das Thema Faszination Technik, aber auch die Komplexität des Lebens kennen. Und sie können sich selber auch weiterentwickeln. Sie können ihre Kreativität ausleben, sie können ihre technischen Begabungen ausleben. Und sie lernen es auch, gemeinsam mit anderen eine komplexe Lösung zu finden, die technisch umgesetzt werden kann. Für EBM Papst zahlt sich die nachhaltige Strategie aus. Neben hervorragender Produktqualität legt die Firma höchsten Wert auf die Mitarbeiter. So ist beispielsweise die Übernahmequote außergewöhnlich hoch. Dazu kommt, dass die Belegschaft motiviert ist und regelmäßig weitergebildet wird. Die Mitarbeiter fühlen sich bei EBM Papst offenbar alle wohl. In Hannover laufen die letzten Vorbereitungen. Gespräche werden geprobt, jeder Handgriff noch einmal durchgegangen. Wenige Minuten vor Eröffnung der Messe erfahren die Auszubildenden, die Bundeskanzlerin kommt. Eine völlig neue Herausforderung für die jungen Mitarbeiter. Also ich bin schon aufgeregt, das ist was ganz Neues. Ich habe sie noch nie live erlebt und es ist schon was Besonderes, wenn die Frau Merkel Hallo sagt. Hallo. Dann ist sie da. Die Auszubildenden moderieren wie Profis. Wir sind Spezialist für Lüfter und Motoren und unser neuestes Produkt ist hier zum Beispiel vorne unser Radical. Das ist ein neuer Energiesparlüfter. Auszubildende haben wir in Deutschland 250, also in allen Standorten. Na dann grüßen Sie die mal, alles schön. Dankeschön. Der Besuch der Kanzlerin ist für das Team die Feuerprobe. Ich fand es ganz toll. Ich war zwar ein bisschen aufgeregt, weil man sieht sie nur immer im Fernsehen und dass sie jetzt mal live vor einem gestanden ist, das war schon eine super Erfahrung. Nach dieser Bewährungsprobe sind auch Kundengespräche kein Problem mehr. Die wochenlange Vorbereitung zahlt sich aus. Die jungen Mitarbeiter von EBM Papst überzeugen die Besucher durch Kompetenz und mit freundlichem Auftreten. Ich denke, das Allerwichtigste, was wir hier auf dieser Messe mitgenommen haben und was wir im Training gelernt haben, ist einfach der professionelle Umgang mit einem Kunden. Einem die Angst zu nehmen, wirklich, wenn jemand kommt und einen Bedarf hat, dass man da keine Scheu vor hat, dass man, das sind alles Menschen, dass man ganz normal mit denen umgeht und dann eben auch professionell berät. Also ich würde andere Unternehmen das auf jeden Fall empfehlen, weil man sieht auch, die Kunden kommen direkt auf uns zu und das finden die echt alle toll, dass unser Unternehmen so viel Vertrauen in uns hat und uns hier wirklich alleine stehen lässt. Aber es geht nicht nur um den persönlichen Auftritt, sondern auch um Inhalte. Die sind dem Geschäftsführer besonders wichtig. Wir wünschen, dass die Menschen, die auf den Stand kommen zu uns, durch die Auszubildenden den Botschaft bekommen, dass unser Unternehmen eine grüne Firma ist, dass wir Verantwortung delegieren und so unsere Ziele erreichen. EBM Papst. Passion für Technik, Umwelt und Mitarbeiter.